Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Einen guten Handwerker aktuell zu finden, ist nicht ganz so einfach. Das liegt einerseits natürlich an dem anhaltenden Bauboom, aber andererseits hat auch das Handwerk ein waschechtes Fachkräfteproblem. Wie könnten Lösungsansätze aussehen? Das ist heute das Thema in Chefsache. Handwerk hat goldenen Boden. Dieses alte Sprichwort ist heute aktueller denn je. Allerdings ist das beim Nachwuchs offenbar noch nicht angekommen. Denn das Handwerk klagt schon lange über Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen. Jedes Jahr fehlen 15.000 bis 20.000 Azubis und Lehrlinge, meldet die Handwerkskammer Konstanz. Jeder dritte Handwerksbetrieb im Kammerbezirk ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Aber für über 60% dieser Betriebe war geeignetes Personal trotz starker Bemühungen bislang nicht zu finden. Das ist schon allein deswegen problematisch, weil es an wichtigen und großen Aufträgen nicht mangelt. Laut Verkehrswegeplan des Bundes sollen in den nächsten Jahren eine Fülle von Straßen neu gebaut oder saniert werden. Die Freude über die Bewilligung der Gelder war groß, fragt sich nur, ob die zur Verfügung stehenden Bauarbeiter die wichtigen Infrastrukturprojekte auch pünktlich verwirklichen können. Und zu Gast im Studio ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz. Herzlich willkommen, Georg Hildner. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben es gerade im Einspielfilm gehört. Infrastrukturmaßnahmen, die pünktlich fertiggestellt werden können. Es mangelt ja letztendlich an Handwerkern. Das Problem, Pünktlichkeit im Handwerk ist ja ein grundlegendes, oder nicht? Also grundlegend würde ich nicht sagen, aber es kann zusätzliche Umsätze generieren, wenn der Betriebsinhaber in einer sehr offensiven und guten Kommunikation immer nah am Kunden bleibt und eben immer transparent informiert, was denn als nächstes geschieht. Und das kommt dann am Ende zu einer hervorragenden Kundenbeziehung. Schön gesagt, also wenn man einfach mal offen kommuniziert. Letztendlich haben wir ja im Handwerk ein echtes Fachkräfteproblem. Woran liegt denn das jetzt? Ist Handwerk einfach unattraktiv? Also es ist nicht unattraktiv, aber es ist eben komplexer geworden, auch von den Anforderungsprofilen an die Fachkräfte. Und in einigen Gewerken, sei es Elektrotechnik oder Sanitär, Heizung, Klima, hat sich letztendlich das Kompetenzbild verändert. Und da brauchen sie eben wirklich hochqualifizierte Fachkräfte, um die Aufgaben gut erfüllen zu können. Und da ist die Akquise auch im Wettbewerb mit der Industrie nicht einfach. In den letzten Jahren wurde ja auch sehr viel in das Image reingesteckt des Handwerks. Wir haben immer wieder diese Kampagnen gesehen. Haben Sie gemerkt, dass das tatsächlich was verändert hat, auch in der Wahrnehmung des Handwerks? Ja, sehr positiv. Ich meine, die Kampagne spielt sich hauptsächlich auch im Online-Bereich ab, soll dort junge Menschen einfach abholen. Und da haben wir empirische Erkenntnisse dazu. Das wird ja wissenschaftlich begleitet, sodass die Image-Kampagne des deutschen Handwerks hat einen deutlichen positiven Imagewandel erwirkt. Inwiefern besteht denn die Möglichkeit, nicht nur für Jugendliche, sondern auch vielleicht für Ältere, die schon was ganz anderes gelernt haben, im Handwerk eine zweite Karriere zu starten? Gibt es überhaupt solche Fälle? Also die Fälle gibt es deutlich und ein ganz wesentlicher Punkt ist einfach die Möglichkeit, auch einen Betrieb übernehmen zu können. Rund 6.000 Betriebe stehen in den nächsten Jahren zur Übergabe bereit im Handwerk hier unten im Südwesten und das ist eine tolle Chance und es bietet qualifizierten Menschen eine Möglichkeit in die Selbstständigkeit und dort eine Erfüllung zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass aber der ein oder andere sagt, naja, ich habe zwei linke Hände, ich krieg's noch nicht mal hin, einen Nagel in die Wand reinzuhauen. Inwiefern soll ich denn jetzt noch einen Handwerksbetrieb leiten? Das ist natürlich ein grundsätzliches Thema, weil Sie müssen natürlich die grundsätzliche Voraussetzung, damit Sie einen Handwerksbetrieb überhaupt leiten dürfen und können wir von der Gesetzeslage her, das müssen Sie natürlich schon erfüllen. Für wen bietet sich denn wirklich eine Karriere im Handwerk an? Was muss ich denn für ein Mensch sein, als dass ich darin wirklich glücklich werde und jetzt nicht im Industrieunternehmen irgendwo meine Arbeitszeit dort abschrubbel? Naja, also ich muss eben kreativ sein, ich muss wirklich auch ein räumliches Verständnis haben, um im Grunde genommen komplexere Situationen erkennen zu können, sie dann auch bearbeiten zu können. Ich sollte schon handwerklich auch geschickt sein für die meisten Tätigkeiten, die tatsächlich noch mit der Hand auch gemacht werden. Ja, und wenn ich dann eine gute Disziplin mitbringe und einfach Lust habe, jeden Abend zu sehen, was ich gearbeitet habe, dann ist das eigentlich, sind das schon Garanten für den Erfolg. Das Handwerk, das wird sich auch radikal verändern. Stichwort Digitalisierung. Inwiefern dieser Einzug erhält in das Handwerk und mit welchen Bedeutungen wir letztendlich auch in den nächsten Jahren zu kämpfen haben, darüber möchten wir uns gleich unter anderem unterhalten, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran.
Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Georg Hildner. Er ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz. Wir haben es vorhin gehört, Handwerk hat nach wie vor einen goldenen Boden, wenn auch es sich verändern wird. Wie digital kann denn eigentlich in Zukunft das Handwerk überhaupt werden? Ja, die Grenzen nach oben sind fast nicht in der Dimension zu bemessen. Handwerk ist ja schon gewaltig digital. In den meisten Gewerken ist es völlig in den Arbeitsablauf integriert. Es ist viel stärker die Chance, die dahinter steht, dass Handwerksbetriebe sich neu organisieren, dass sie ihre Prozesse neu definieren und dann eine digitale Welt aufbauen. Und die digitale Welt spielt sich dann viel stärker auch im gesamten Betriebs- und Unternehmensablauf. Was sind denn so die größten Fehler, die Sie auch sehen in Ihrem Handwerkskammerbezirk, wenn Sie in die Unternehmen reinschauen? Was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man einen Handwerksbetrieb hat, wenn man fit für die Zukunft sein möchte? Also überstürztes Handeln würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen. Es muss wie überall einfach eine Strategie da sein. Und jetzt bietet sich einfach die Chance, in einem technologischen Wandel, in einem gesellschaftlichen Wandel, dass ich meinen Betrieb jetzt gut aufstellen. Und gut aufstellen heißt einfach, dass ich sowohl in der Kommunikation gegenüber den Kunden als auch in meinen betrieblichen Abläufen hinterfrage und mich effizienter aufstelle, weil dadurch wächst einfach auch die Marge, die ich am Ende erziele. Und darum geht es am Ende ja auch. Das heißt also, was nicht funktioniert, ist, dass ich den ganzen Tag auf der Baustelle bin und am Abend mich noch ein bisschen um das Personalmanagement kümmere. Das geht eben aus meiner Sicht nicht mehr. Die betrieblichen Belange sind eben außerhalb der Baustelle massiv gewachsen und die muss ich als Unternehmer einfach auch bedienen. Heißt also auch, der Handwerksbetrieb von morgen muss sich verändern und damit einhergehend auch das Thema Führung innerhalb des Handwerksbetriebs? Ganz genau. Er muss sich darüber Gedanken machen, wie er das Thema Personal hinkriegt, wie er das Thema Büroorganisation hinkriegt und wie er prozesshaft von der Erstanfrage eines Kunden bis zur Abrechnung diese Prozesskette möglichst effizient heute mit den Instrumenten der Digitalisierung hinbekommen. Alle zerren ja an den Arbeitskräften, die am Markt sind. Und ja, die entscheiden recht wild, wo sie jetzt hingehen. Ganz wichtig ist natürlich immer wieder das Thema Gehalt, aber natürlich auch sonstige Leistungen. Aber zentral immer das Thema Marke, sprich Arbeitgebermarke. Hat denn da überhaupt ein Handwerksbetrieb eine Chance gegen große Industrieunternehmen überhaupt sich positionieren zu können? Also er hat eine Marke dahingehend und auch eine Riesenchance, wenn es darum geht, in kleinen mittelständischen Betrieben, wo man sehr nahe am Chef ist, sehr nahe am Produkt ist, sehr nahe am Kunden ist und heute in modernen Handwerksbetrieben die Chance hat, mitzugestalten. Und das, glaube ich, macht einen großen positiven Unterschied auch zu Industriebetrieben und gibt jungen Menschen oder erfahrenen Fachkräften einfach die Chance, mitzuwachsen und sich stärker auch emotional in einen Betrieb einzubringen. Die Zeit ist ja völlig vorbei, wo man einmal einen Beruf gelernt hat und dann bis zum Lebensende drin ist. Wie groß ist denn eigentlich die Chance, dass ich vielleicht auch als ein bisschen älterer, 30, 40, 50, vielleicht sogar 60-Jähriger sage, ah, jetzt habe ich meine Ingenieurszeit im Unternehmen so und so rum, jetzt mache ich mal einen eigenen Handwerksbetrieb auf? Also die Chancen sind auf jeden Fall da, weil es genug Betriebe gibt, die ja auf eine Übergabe auch warten. Und es gibt in unterschiedlichen Gewerken hier die Möglichkeit, auch eine Übernahme. Und ich halte das für eine Riesenchance, weil man kann nochmal mit einem vielleicht noch einer anderen Idee und Perspektive durchstarten. Was sollte ich denn auf alle Fälle als Eigenschaft mitnehmen, um erfolgreich zu sein? Also neben dem notwendigen Ehrgeiz, den ich an der Stelle sicher mitnehmen muss, ist einfach ein Unternehmergehen sollte ich schon haben und ich sollte einfach in der Lage sein, heute immer wichtiger, dass ich mit modernen Medien umgehen kann, dass ich die Kundenkommunikation einfach professionell beherrsche. Das halte ich für ein immer wichtigeres Element, um den Endkunde am Ende auch wirklich professionell und gut bedienen zu können. Gibt es denn ein Gewerk aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, Mensch, das hat richtig Zukunft? Ist es der Straßenbau? Ist es irgendein anderes Gewerk? Ich weiß, das ist jetzt schwierig für einen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Es ist sicherlich so, wenn ich mir letztendlich auch gesellschaftlichen Wandel anschaue, dass
Gewerke, die einen hohen Anteil haben an Komplexität und an digitalen Elementen, die zur Auftragsbearbeitung einfach dazugehören. Das macht es grundsätzlich schon mal sehr, sehr attraktiv. Und das ist natürlich für junge Menschen, glaube ich, schon eine Chance und hat viel Potenzial. Sie sind ja an sich, was das Handwerk angeht, branchenfremd, sind seit fast 10 Jahren jetzt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, waren vorher eigentlich eher im Marketing aktiv. Was hat für Sie jetzt ganz persönlich der Reiz dieser Aufgabe ausgemacht in den vergangenen 10 Jahren? Ja gut, ich habe in meinem beruflichen Leben sehr stark immer mit Mittelstand zu tun gehabt und ich wollte einfach die Chance ergreifen, hier einen Servicedienstleister mitzugestalten, der wirklich smart und direkt für die Mitgliedsbetriebe aktiv ist. Das heißt, die Handwerkskammer vor allen Dingen als Servicedienstleister? Das sehe ich ein ganz wichtiger Aspekt. Neben dem großen Bildungsträgergeschäft, das wir haben, steht für mich persönlich im Mittelpunkt bestmöglichen Service rund um alle Themen, die den Betriebsinhaber angehen. Abschließende Frage: Hat der Chef der Handwerkskammer Konstanz 2 linke Hände, wenn es um den eigenen Bau angeht? Nein, er hat Gott sei Dank keine 2 linke Hände und ist begeisterter Customizer im Motorradbereich. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch. War schön, dass Sie hier waren. Okay, liebe Zuschauer, das war es wieder soweit. Hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.